Hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand, eure Ex-Grundschullehrerin. Jetzt sage ich es mal wieder dazu, manchmal sage ich es dazu, manchmal nicht. In diesem Video ist es mir aber allerdings wichtig. Ich hatte euch ja in dem Kita-Frei-Video, das verlinke ich mal hier oben, ja, gehst du denn schon in den Kindergarten? Angekündigt, dass ich auch noch so ein ähnliches Video machen möchte über die Schule, weil ich einen Kommentar bekommen habe, ja, das ist beschämend und man kann doch die Schule nicht so schlecht machen und so weiter. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich jedes Mal, also fast jedes Mal versuche dazu zu sagen, dass es tolle Lehrer gibt, dass es tolle Konzepte gibt, tolle Schulen gibt, an denen sich die Kinder auch wohlfühlen. Ich kriege das ja auch in meiner Praxis jetzt als Coach immer ein bisschen mit zugetragen, dass es durchaus wirklich Leute gibt, die sich richtig einfühlen können in die Kinder, die auf Augenhöhe gehen, die wirklich was verändern wollen, ja. Natürlich, das sage ich jedes Mal dazu und das weiß ich auch, ja. Aber es geht ja bei meinen Videos nicht darum, den Status quo so zu erhalten. Und wer nicht sieht, dass für die Mehrzahl der Kinder einfach die Schule, so wie sie ist, nicht mehr ganz geeignet ist, der verschließt die Augen. Und deswegen mache ich ja meine Videos, einfach um der Mehrzahl der Kinder zu helfen. Und für die Mehrzahl der Kinder mag es schon sein, dass es auch hochmotivierte Lehrer gibt, aber dann stellt sich halt die Frage, wozu sind denn die Lehrer hochmotiviert? Den Lehrplan in die Kinder reinzupressen oder die Kinder anzupassen an unser bestehendes System? Was sind denn die Motive hinter der hohen Motiviertheit oder welche Ziele verfolgen diese hochmotivierten Lehrer? Natürlich. Ja, aber die Frage ist ja, wollen wir das jetzt noch so weitertragen? Ja, ich habe ja auch ein tolles Interview mit dem lieben Bertrand gemacht, das verlinke ich euch mal hier oben. Und er hat da auch sehr deutliche Worte gefunden für dieses Schulsystem und vor allem für diese Schieflage in Deutschland, dass tatsächlich die Kinder hier diesen Zwang haben, sich in der Schule auch einzufinden, tatsächlich selbst, wenn es ihnen nicht gut geht. Ja. Und ihr wisst alle, wie lang die Wartelisten sind für freie Schulen und ihr wisst alle, dass diese Wahlmöglichkeiten zum Teil vor allem in strukturschwachen Regionen sehr begrenzt sind. Ja, und deswegen möchte ich hier an dieser Stelle einfach nochmal ein Video machen. Diesen Kommentar habe ich auf jeden Fall gelöscht, weil ich gemerkt habe, derjenige hat sich überhaupt noch nicht mit meinen Videos beschäftigt, sonst hätte er diesen Kommentar gar nicht geschrieben. Und mir geht es wirklich nicht darum, irgendwas schlecht zu machen. Ich war doch selber 8 Jahre Lehrerin. Ja, warum sollte ich jetzt irgendwelche Leute, die ich gar nicht kenne, es ist ja anonym, warum sollte ich die schlecht machen? Es geht mir darum, Dinge aufzuzeigen, die mir aufgefallen sind, wo ich merke, wir drehen uns dort im Kreis, ja. Und ich sage so oft gerne an dieser Stelle, das Gegenteil von gut ist oft gut gemeint und viele Lehrer meinen es gut, indem sie eben auch die Kinder ein bisschen zur Härte erziehen wollen. Dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, indem sie den Kindern den Leistungsdruck eben schon vermitteln. Das habe ich selber auch streckenweise natürlich machen müssen. Wenn man dann sagt, schreibt nicht ab und schaut, dass ihr keine Fehler macht. Ja, das ist dann im nächsten Schuljahr, wäre das dann schon keine 1 mehr und solche Sachen, ja. Die sind natürlich bei mir auch mal gefallen, weil man natürlich nicht möchte, dass die Kinder dann im nächsten Jahr total auf der Nase liegen und dieser Druck ja auch immer aus den höheren Klassen an die Schuleingangsstufe weitergegeben worden ist, in der ich vor allem gearbeitet habe. Und es geht wirklich darum, dass wir das gesamte System durchschauen und dass wir schauen, wo hakt's denn wirklich. Und natürlich sind da liebe Leute unterwegs, na klar. Ja, vor allem gerade die Grundschullehrer, da sind wirklich ganz viele liebe Leute unterwegs. Und das liegt vor allem wahrscheinlich auch daran, dass es die Grundschullehrer wirklich auch ernst meinen, ja. Weil die Grundschullehrer ja die schlechtest bezahlte Lehrergruppe überhaupt sind. Ja, das sage ich jetzt an der Stelle auch mal. Und die meisten Kontaktwochenstunden haben, nämlich 27 in Thüringen ist das. Weiß nicht, ob das ein bisschen variiert oder jetzt mittlerweile sich auch schon wieder verändert hat. Und sie kriegen weniger Geld als Gymnasiallehrer, die weniger Stunden haben und haben in aller Regel mehr zu tun mit Lärm, mehr zu tun mit Vorbereitung, mehr zu tun mit dem ganzen Drumherum, ja. Eltern, die in der 5. Klasse ankommen, die sind ja schon in dem System völlig eingespurt. Da muss man gar nicht mehr so viel erklären. Ich weiß es, das ist wirklich, ich kenne ja auch viele Lehrer noch von früher, habe zu einigen auch noch Kontakt und ich weiß, was für liebe Menschen das sind, ja. Und ich will da überhaupt, wirklich, das liegt mir ganz fern, dass ich da irgendjemanden diskreditiere, überhaupt nicht. Und die Schule an sich
hat sicherlich auch schon einigen Kindern geholfen. Und ich weiß auch, dass es natürlich Familien gibt, wo die Schule der einzige Lichtblick ist für die Kinder, wo sie einfach mal Ruhe haben, ja, weil es zu Hause immer Stress gibt. Das geht natürlich auch so rum. Mir geht es doch darum, dass wir sagen, wir haben hier ein Angebot und es gibt auch Kinder, für die ist das Angebot wirklich nicht mehr passend. Weil wenn ein Kind Tabletten nehmen muss, um in diesem System mitzumachen, Tabletten mit wirklich auch zum Teil schweren Nebenwirkungen. Ich verlinke euch dazu mal das Video, was ich schon mal zu diesem Thema gemacht habe. Dann ist es für mich einfach nicht richtig. Und dann sage ich auch einfach was dazu. Und es wird immer mehr zur Regel als zur Ausnahme. Und diese Tendenz finde ich sehr bedenklich. Ja, und wenn dann jemand sich hinsetzt und einen Kommentar schreibt, ja, das ist beschämend, dann finde ich, dass es beschämend ist, wenn wir nicht drüber nachdenken, was wir unseren Kindern eben an dieser Stelle auch gesundheitlich wirklich zumuten. Und das kann nicht sein, ja. Und wir wissen schon lange, dass Kinder in diesem Alter, vor allem im Grundschulalter, viel mehr Bewegung brauchen und dass es wirklich auch körperliche Folgen hat für die Kinder, wenn sie die ganze Zeit sitzen müssen. Ganz abgesehen von den Folgen für die Gehirnentwicklung, wenn die Bewegung fehlt, ja. Und das sind alles Dinge, die ich mir einfach nicht mehr, ja, das kann ich nicht mehr akzeptieren, wenn dann jemand schreibt, ja, du machst hier alles einfach nur schlecht. Nein, ich zeige auf. Ich zeige auf, was ich erlebt habe. Ich zeige auf, was ich gelernt habe, ja, weil ich es ja selber gemacht habe. Und darum geht's mir einfach. Und dann an letzter Stelle noch dieses Argument immer. Ja, Julia, du weißt ja selber als Grundschullehrerin, es gibt so viele Eltern, die ihren Kindern das nicht bieten können und wo die Kinder einfach in der Schule total profitieren. Und ich sage ja auch nicht, dass wir die Schule abschaffen müssen. Und wenn Kinder davon profitieren und es besser haben in der Schule als zu Hause, dann sollen sie doch bitte gerne in die Schule gehen. Ich habe da allerdings auch wieder zwei verschiedene Erfahrungen gemacht, nämlich die, dass gerade die Kinder, die es zu Hause schon nicht leicht haben, in der Schule noch eins auf den Deckel kriegen, dass gerade die Kinder immer angenölt werden, weil eben gerade die Kinder das Geld nicht mithaben, was eingesammelt wird, weil die Unterschrift im Hausaufgabenheft nicht mithaben, die verlangt wird, weil sie manchmal kein Essen mithaben und vielleicht ausgelacht werden und so weiter. Ich war immer jemand, der sich eingesetzt hat dann dafür, ja, der immer auch mit den Kindern so böse war. Aber das ist einfach die Realität. Und gerade im deutschen Schulsystem, das wissen wir auch alle, ist es so, dass die sozialen Unterschiede noch durch das Schulsystem noch mehr angefeuert werden, die Schere noch weiter auseinandergeht. Das ist alles nichts Neues. Und wenn sich dann Leute eben einfach denken, oh, jetzt muss ich hier aber mal Dampf ablassen, dann haben sie einfach alle diese Dinge noch nicht wirklich bedacht, noch nicht wirklich hinterschaut. Und das ist einfach gut dann, an der Stelle, wenn man darüber nochmal redet, und aus diesem Grund habe ich jetzt das Video nochmal gemacht, und mir liegt es fern, irgendwas schlecht zu machen, ja, weil ich weiß, es geht nur zusammen nach vorne, und ich weiß auch, dass die Schulen, wenn die jetzt von heute auf morgen wegbrechen würden, das wäre nicht für alle Familien gut, keineswegs, und deswegen setze ich mich ja für die Bildungsfreiheit in Deutschland ein, sodass die Eltern, die zu Hause die Ressourcen haben, die die zeitlichen Ressourcen haben, die die finanziellen Ressourcen haben und die es machen wollen, das auch machen dürfen, damit sie einfach zeigen, okay, hier gibt es einen anderen Weg, weil wie wollen wir jemals vergleichen, wenn wir die Alternative verbieten, ja, wie wollen wir jemals vergleichen, was denn wirklich besser ist für die Kinder? Und es gäbe vielleicht dann auch neue Wege, zum Beispiel, dass Eltern, die eben gerne eine Schule gründen, dann auch Kinder mit reinnehmen, die es eben vielleicht zu Hause nicht so gut haben. Also nicht Schule gründen oder Lernorte gründen, freie Lernorte gründen, an denen man sich nachmittags auch mal treffen kann, ja, an denen man auch Leben teilen kann, Erfahrungen teilen kann, Liebe teilen kann und schöne Erfahrungen teilen kann. Und das ist ja alles im Moment nicht möglich, weil es ja quasi streng genommen illegal ist. Ja, und wie wollen wir jemals vorankommen mit unserem Bildungssystem, was auf dem letzten noch pfeift? Wir sehen das, ja. Kalte Klassenzimmer, Lehrermangel, Tabletten, Therapien ohne Ende. Und trotzdem geht's den Kindern nicht gut damit, ja. Vor allem eben den Kindern, denen es zu Hause schon auch nicht gut geht. Und es geht einfach darum, Alternativen zu schaffen und dann alternative Wege für den Mainstream aufzuzeigen, sodass wir uns alle wieder in eine gesündere Richtung bewegen können. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es gerne, vor allem auch mit Lehrern, da ich überhaupt niemandem auf den Schlips treten möchte. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Eure Julia.